Hier kommt eine kleine Inhaltsübersicht über die Themen, die wir in dieser Vorlesung Komplexitätstheorie behandeln wollen. Zunächst mal gibt es ein kleines Einführungskapitel. Da besprechen wir grundlegende Dinge über Komplexitätstheorie. Was sind die Ziele der Komplexitätstheorie? Worum geht es da eigentlich? Und so weiter. Danach wiederholen wir nochmal, was Turing-Maschinen sind. Das sollte eigentlich schon bekannt sein aus vorherigen Veranstaltungen. Daher wird es ein relativ kurzes Kapitel, wo wir nochmal die wichtigsten Dinge zusammenfassen. Und danach beschäftigen wir uns erstmal ausgiebig mit der P versus NP Frage. P versus NP, das berühmteste, ungelöste Problem der theoretischen Informatik. P versus NP ist eins von den 7 Millenniumsproblemen. Das ist eine Liste von 7 ungelösten Problemen in der Mathematik. Eines wurde tatsächlich da schon gelöst, ja, jetzt sind es nur noch 6. Und wenn man eines davon löst, dann bekommt man einen Preis von 1 Million Dollar. Wenn man das P versus NP Problem in einem Satz ganz kurz zusammenfassen möchte, dann wäre das die Frage, ist das Überprüfen einer Lösung einfacher als das Finden einer Lösung? Zum Beispiel für das Dreifärbbarkeitsproblem, man bekommt als Eingabe einen Graphen und soll die Knoten so mit 3 verschiedenen Farben färben, dass niemals 2 Benachbarte die gleiche Farbe bekommen, so wie das hier schon geschehen ist. Hier ist also schon eine Lösung eingetragen und es ist ziemlich einfach zu überprüfen, dass diese Lösung korrekt ist. Bekommt man jedoch einen Graphen ohne diese Färbung und sucht nach einer solchen Färbung, dann scheint das ein deutlich schwierigeres Problem zu sein. Um die P versus NP Frage zu lösen, müsste man entweder zeigen, dass es einen effizienten Algorithmus gibt, der zu einem beliebigen Graphen eine solche Färbung findet, oder man müsste beweisen, dass es keinen solchen Algorithmus geben kann. Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns dann mit Hierarchietheoremen. Wie gerade schon erwähnt, scheint es manchmal ziemlich schwierig zu sein, zu zeigen, dass gewisse Probleme nicht effizient lösbar sind. Die Hierarchietheoreme, die bilden da sozusagen die Ausnahme von der Regel. Die Hierarchietheoreme, das ist eine Reihe von Theoremen, die uns unter anderem sagen, dass gewisse Probleme nicht effizient lösbar sind. Danach werden wir uns mit Platzkomplexitätsklassen beschäftigen, wo wir also auf den Speicherplatz als Ressource schauen und schauen, welche Probleme kann man mit beschränkt viel Speicherplatz lösen, zum Beispiel polynomiell viel, aber auch logarithmisch viel Speicherplatz. Und da werden wir auch auf spannende Zusammenhänge stoßen zwischen Platzkomplexität und Zeitkomplexitätsklassen, wie zum Beispiel P und NP. In dem Kapitel danach werden wir uns mit Schaltkreiskomplexität auseinandersetzen. Da benutzen wir dann also nicht mehr Turing-Maschinen als Berechnungsmodell, sondern tatsächlich Schaltkreise. Und als Ressourcen, die wir beschränken, schauen wir da die Größe von Schaltkreisen und die Tiefe von Schaltkreisen an. Insbesondere werden wir da Schaltkreiskomplexitätsklassen definieren, die uns besonders effizient lösbare Probleme noch weiter und feiner klassifizieren. Und die Schaltkreise, die werden uns auch als ein Berechnungsmodell dienen, indem wir besonders gut Parallelität untersuchen können. Also was für Probleme können wir besonders gut parallel lösen. In dem Kapitel danach wollen wir uns mit der sogenannten Polynomialzeithierarchie beschäftigen. Da werden wir sehen, dass wir ein bisschen oberhalb von den bekannten Klassen P und NP auch noch weitere Komplexitätsklassen finden, in die sich viele natürliche Probleme einordnen lassen. Und da werden wir auch über das Konzept von Orakeln sprechen. Orakel sind in der theoretischen Informatik ein sehr interessantes Konzept, bei dem man sich fragt, was wäre eigentlich, wenn wir dieses oder jenes Problem, das normalerweise nicht effizient lösbar ist, effizient lösen könnten. Also zum Beispiel, wenn wir alle Probleme aus NP effizient lösen könnten, welche weiteren Probleme wären dann noch in P? Das wäre dann die Komplexitätsklasse, die wir P hoch NP nennen. Und abschließend beschäftigen wir uns dann noch mit dem Thema interaktive Beweissysteme. Auch nochmal ein spannendes Thema. Da führen wir sozusagen Kommunikation zwischen zwei Personen als eine neue Ressource ein. Wir haben da zwei Akteure, einen Prover und einen Verifier. Der Prover möchte dem Verifier etwas beweisen. Eine Aussage wie, dieser Graph ist dreifärbbar oder so. Und der Verifier muss diesen Beweis verifizieren. Und da werden wir uns anschauen, welche Probleme sich lösen lassen,
wenn wir eine solche Kommunikation zwischen Prover und Verifier erlauben. Das also soweit erstmal zur Inhaltsübersicht.